Der Dr. Luega hat mir einmal die Hand gereicht und hat sie mir gesagt, mein lieber Freund. Ich zitiere kurz das Bertelsmann-Lexikon, Band 6, Berlin 1973. Luega Karl, österreichischer Politiker, Demokrat, geboren 24.10.1844 Wien. Gestorben 10.03.1910 Wien, Anwalt, 1885 als Abgeordneter im Reichsrat, gewann durch die Verknüpfung christlich-sozialer Ideen mit der Interessenspolitik von Kleingewerbe und Mittelstand und durch die Ausnutzung des verbreiteten Antisemitismus die Gefolgschaft des Kleinbürgertums, seit 1893 Führer der Christlich-Sozialen Partei, als Bürgermeister von Wien seit 1895 veranlasste er große kommunale Aufbauleistungen. In diesem kurzen Statement sind bereits die drei wesentlichen Diskussionsthemen bezüglich Bürgermeister Luega angesprochen. Interessenspolitik von Kleingewerbe und Mittelstand, Antisemitismus und kommunale Aufbauleistung. Alle drei Themenschwerpunkte stehen mit dem industriellen und damit mit dem gesellschaftlichen Umbruch Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, Beginn des 20. Jahrhunderts im direkten Zusammenhang. Aber der Reihe nach. Karl Luega wird 1844 in der ehemaligen, sechs Jahre später eingemeindeten Vorstadt Wieden in ärmlichen Verhältnissen gleich neben dem Hauptgebäude des damaligen Wiener Polytechnischen Instituts geboren. Sein Vater ist Zahldiener im Polytechnikum der heutigen Technischen Universität. Luega besuchte als Externist die für Schüler seiner Herkunft sonst kaum zugängliche Theresianische Akademie. 1862 maturiert Luega mit Auszeichnung. Anschließend studiert Luega an der Universität Wien Rechtswissenschaften. Das Studium schließt er 1870 erfolgreich ab. 1874 legt er die Advokatenprüfung ab. Im März 1874 eröffnet Dr. Karl Luega in der inneren Stadt eine Kanzlei. Politisch interessiert schließt sich Luega 1872 im dritten Wiener Gemeindebezirk Landstraße dem liberalen Bürgerclub an und kommt 1875 erstmals als sogenannter Nachrücker in den Gemeinderat. Der jüdische Armenarzt Ignaz Mandl ist von 1874 bis 1879 und von 1880 bis 1889 Mitglied des Wiener Gemeinderats. Ignaz Mandl ist Vorbild und Mentor des jungen Rechtsanwalts Karl Luega. Gemeinsam mit Ignaz Mandl wird Luega rasch zum Kritiker des autokratisch regierenden liberalen Bürgermeisters Cajetan Felder. Später entfremdet sich Luega vom Liberalismus. Er erkennt immer stärker die Schattenseiten des Kapitalismus und er assoziiert damit die jüdischen Vermögenden. Mit der Hinwendung Luegas zu einer Politik des Antisemitismus endet die politische Allianz mit Ignaz Mandl. Aufgrund einer Niederlage auf Bezirksebene 1876 legt Luega sein Gemeinderatsmandat nieder. Unter dem Schlagwort der Korruptionsbekämpfung sammelt Luega Stimmen unter der kleinbürgerlichen Schicht seines Wahlbezirks und wird 1878 mit der Wirtschafts- und Fortschrittspartei in den Gemeinderat gewählt. 1881 gründet Luega mit weiteren Gegnern des liberalen Stadtregimes Cajetan Felders die Fraktion der Vereinigte Linken, tritt für ein einheitliches Wahlrecht aller Steuerzahler ein und gewinnt unter dem rechtsliberalen Bürgermeister Julius Newald politischen Einfluss. Mit der Wahlreform 1882 für den Reichstag bzw. 1885 auf kommunaler Ebene in Wien wird der Steuerzensus von 10 auf 5 Gulden herabgesetzt. Unter Zensuswahlrecht versteht man ein Wahlsystem, das ein ungleiches Wahlrecht vorsieht. Wählen darf nur, wer gewisse Finanzmittel nachweisen kann. Der Nachweis erfolgt durch Steuereinkommen, Grundbesitz oder Vermögen. Mit der Wahlreform 1882 bzw. 1885 erlangen breite Schichten des unteren Mittelstandes, insbesondere Handwerker und Kleingewerbetreibende, das Wahlrecht. Zeitgleich geschehen wirtschaftliche und gesellschaftliche Umwandlungsprozesse, die große Teile der Bevölkerung verunsichern,
teilweise ihre Existenz gefährden. Schon die industrielle Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts zeigt negative Auswirkungen auf zahlreiche altetablierte Handwerke und Dienstleistungsgewerbe. Die Vorgehensweise der Maschinenstürmer am Anfang des 19. Jahrhunderts und der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts explosiv wachsende Antisemitismus, des mit übermächtiger Konkurrenz von Fabriken, Warenhaus etc. konfrontierten gewerblichen Mittelstandes, stellen typische ressentimenthafte Reaktionsformen von Modernisierungsverlierern dar. Der tiefgreifende wirtschaftliche Strukturwandel, die wachsende Abhängigkeit vom liberalisierten Markt, jüdischen Kaufleuten sowie die Billigkonkurrenz der von oft jüdischen Hausieren vertriebenen Fabrikwaren verunsichern die Gewerbetreibenden und bildet einen idealen Nährboden für antisemitisch verbrämte Kapitalismuskritik. Einen entscheidenden inhaltlichen Impuls übt dabei die Sozialenzyklika Rerum Novarum, verfasst von Papst Leo XIII. Aus dem Jahre 1891 aus. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts führen, wie oben ausgeführt, radikale Veränderungen auf politischem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet zu einer Spaltung der Gesellschaft in zwei Klassen. Nach Auflösung der Standeszünfte hat die große Masse der Arbeiterschaft keine Macht und keinen Besitz, um sich dem unwürdigen Dasein als notleidende Arbeiterklasse entgegenzustellen, bei der die Menschenwürde und Grundrechte verloren gehen. Es gibt ein hohes Maß an sozialer Ungerechtigkeit. Die Sozialenzyklika Rerum Novarum ist der Versuch der Kirche, eine Antwort auf die gesellschaftlichen Missstände, der Vorschlag einer Lösung der sozialen Fragen. Der rhetorisch gewandte Advokat macht sich sukzessiv zum unumstrittenen Wortführer dieser kleinbürgerlichen Bevölkerungsgruppe und passt sein politisches Vokabular dabei zunehmend antisemitischen Klischees an. 1885 erreicht Lueger mit Hilfe antiliberaler Gruppen auch ein Reichsratmandat. 1886 schließen sich die im Wiener Gemeinderat vertretenen Antisemiten und Demokraten zu einem neuen Club zusammen, den Demokratischen Linken. In den späten 1880er Jahren tritt Lueger mit dem christlichen Sozialreformer Karl Freiherr von Vogelsang und dessen Kreis in Verbindung. Fehlt den einen ein in der politischen Praxis erfahrener Wortführer, fehlt Lueger eine seine heterogene Anhängerschaft abgrenzende Ideologie. Durch das Zusammengehen von Karl von Vogelsang und Karl Lueger wird der Grundstein für eine Massenbewegung gelegt. 1888 schließen sich bei den Wiener Gemeinderatswahlen deutschnationale und christlich-soziale unter dem Namen Antisemitenliga zu einer Wahlgemeinschaft zusammen, die später auch als Vereinigte Christen bekannt wird. Dieses heterogene Konglomerat aus wirtschaftlichen Antisemiten, österreich-loyalen Deutschnationalen, traditionellen Demokraten und Reformkatholiken wird zur politischen Plattform Karl Luegers, aus dem 1891 die Christlich-Soziale Partei entsteht. Auffallend an dieser Bewegung ist das starke Hervortreten des niederen Klerus. Die soziale Frage, die Existenzmöglichkeiten der Kleingewerbetreibenden, beschäftigt das Denken dieser jungen Kapläne. Indem Lueger katholische Sozialreform und wirtschaftlich motivierten Antisemitismus mit seinen ursprünglich demokratischen Zielsetzungen vereinigt, gewinnt er nicht nur das kleinbürgerliche demokratische Wählerreservoir, sondern auch katholisch-konservative Schichten. 1885 und 1891 wird Lueger für den 5. Wiener Gemeindebezirk in den Reichsrat gewählt. Ab Mitte der 1890er Jahre gelingt es den Christlich-Sozialen, die niederösterreichischen Kleinbauern politisch zu organisieren und somit ihre städtische Machtbasis entsprechend zu erweitern. Im Oktober 1890 zieht Lueger auch als Abgeordneter in den Niederösterreichischen Landtag ein. Bei den Wiener Gemeinderatswahlen im Herbst 1895 wird die langjährige Dominanz des liberalen Lagers gebrochen und die Christlich-Soziale Partei erreicht die Zweidrittelmehrheit. Am 29. Oktober 1895 wird Lueger zum ersten Mal zum Bürgermeister gewählt. Es beginnt ein Tauziehen,
dass die folgenden Monate mit gemeinderätlicher Bestellung und kaiserlicher Ablehnung überschattet ist. Nach mehreren Wahlanläufen und in einer interimistischen Lösung in Person seines Parteigängers Josef Strohbach erhält Lueger nach seiner fünften Wahl zum Bürgermeister und nach einer Intervention und auf Druck von Seiten Papst Leo XIII. Auf den Kaiser am 16. April 1897 schließlich die kaiserliche Bestätigung und wird am 20. April vereidigt. Lueger ist von 1897 bis 1910 Wiener Bürgermeister. Gemeinsam mit seinen Gefolgsleuten etabliert Lueger nach drei Jahrzehnten liberaler Stadtregierung ein effizientes kommunales Machtsystem. Kurzer Einschub. Wien ist nach dem Revolutionsjahr 1848 seit der Errichtung der Ringstraße eine riesige Baustelle in vielfacher Beziehung. In diesen Jahren wird die Gemeindeverwaltung unter liberalen Vorzeichen neu aufgestellt, die Bildungspolitik befindet sich in einem enormen Umbruch, die Industrialisierung bringt große ökonomische Umwälzungen. Dazu kommt der Ausbau des Eisenbahnnetzes, der Bahnhöfe und der innerstädtischen Verkehrsmittel. Diese Entwicklung ist in den Videos Wiener Stadtbahn von den Anfängen bis 1924-25 und die Wiener BIM von 1840 bis 1938 zusammengefasst. In der Stadt finden in der liberalen Phase gigantische Bauvorhaben statt. In die zehnjährige Amtszeit des liberalen Bürgermeisters Cajetan Felder fällt zum Beispiel die Donauregulierung. Die Geschichte der Donauregulierung erzählt das Video Donauregulierung – Historisches Wien. Die Weltausstellung 1873, ausführlich dargestellt in dem Video Wiener Weltausstellung 1873, der Baubeginn des Wiener Rathauses, der Zentralfriedhof sowie die Errichtung der ersten Hochwellenwasserleitung, die als sanitäts- und hygienepolitische Revolution gilt. In den circa drei Jahrzehnten liberaler Stadtregierung verdoppelt sich die Bevölkerung von rund 900.000 auf circa 1,8 Millionen nach der Eingemeindung der Vororte. Es werden ca. 200 Volksschulen und rund 50 Bürgerschulen errichtet. Die technisch-materiellen Umwälzungen in den Jahren der liberalen Stadtregierung sind enorm. Der Liberalismus versagt aber völlig in Bezug auf die verheerenden Lebensumstände eines Großteils der Bevölkerung. Das betrifft die Arbeitsbedingungen, die von Kinderarbeit, mangelnden Arbeitsschutz und weitgehend ungeregelter Arbeitszeit geprägt sind. Die äußerst elende Wohnsituation, den mangelnden Zugang zu höheren Bildung und die fehlende politische Mitbestimmung. Und jetzt, 1897, tritt Bürgermeister Karl Lueger seine 13-jährige Amtszeit an. Lueger ist eine schillernde Persönlichkeit, eine polarisierende, eine umstrittene politische Ausnahmeerscheinung. Man braucht nur die diversen Statements in unterschiedlichen Artikeln lesen. Ein talentierter Rhetoriker, ein Demagoge, ein Populist, ein Rechtspopulist, ein Volkstribun, ein Menschenfänger, ein Charismatiker, ein innovativer Kommunalpolitiker, eine signifikante Führergestalt. Er versteht es, sich zu inszenieren. Er ist eine Bühnenerscheinung. Er ist charmant und jovial. Ein Politiker neuen Stils, ein Modernisierer Wiens, ein Anwalt des kleinen Mannes, ein Propagandist in eigener Sache, ein strategischer, ein verdienstvoller, ein manipulativer, ein opportunistischer, ein echter Antisemit. Während seiner Amtszeit beherrscht Lueger das öffentliche Leben. Lueger ist bei den Wiener beliebter als der Kaiser. Lueger zählt neben dem Kaiser zu den meistporträtierten Personen seiner Zeit. Der Rathausplatz ist schon während Luegers Amtszeit nach ihm benannt. Ein ungeheuerlicher Vorgang, da dieses Privileg ansonsten nur Mitgliedern des Herrscherhauses zusteht. Lueger wird bereits zu Lebzeiten von seiner Anhängerschaft verklärt und romantisiert. Lueger macht Wien zu einer großen Metropole Europas. Lueger drückt der Stadt den Stempel auf. In seine Zeit als Bürgermeister fallen wesentliche Reformen und Bauvorhaben der Stadtverwaltung, mit denen Wien auf seine geplante Funktion als europäische Metropole
von etwa 4 Millionen Einwohnern vorbereitet werden soll. Seine Amtszeit ist eine Periode der Expansion. Sie ist gekennzeichnet durch zahlreiche kommunale Großprojekte, etwa die zweite Wiener Hochquellenwasserleitung, die Bürgermeister Luega gleich nach seinem Amtsantritt zur Chefsache erklärt. Die zweite Wiener Hochquellenwasserleitung wird 1910 in Betrieb genommen. Ein wesentlicher Schwerpunkt der 13-jährigen Amtszeit Luegas gilt die Entprivatisierung und Kommunalisierung der wichtigsten Versorgungsleistungen, um die Stadt Wien von in- und ausländischen monopolartigen Gesellschaften unabhängig zu machen. Die Kommunalisierung wird primär nicht als Wohlfahrtsleistung, sondern als städtische Dienstleistung konzipiert. Die Versorgungssicherheit soll verbessert und im Fall des öffentlichen Verkehrs das Netz auch im Hinblick auf die Stadterweiterung ausgebaut werden. Vor allem aber sollen die Einnahmen nicht einer privaten Firma, sondern dem städtischen Budget zufließen. Die Stadt tritt als Unternehmer auf und investiert unter Aufnahme beträchtlicher Schulden mit der Erwartung auf hohe Gewinne. In den Jahren 1896 bis 1899 wird das damals größte Gaswerk Europas in Simmering gebaut. Der Vertrag mit der englischen Gaswerkgesellschaft wird bereits 1896 aufgelöst. Die Kommunalisierung der Elektrizitätswerke wird mit der Übernahme der privaten Gesellschaften von 1907 bis 1914 vollendet. Im engen Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Stadt steht die Übernahme der Straßenbahn, die von 1900 bis 1902 von der Stadt erworben und schrittweise auf elektrischen Betrieb umgestellt wird. 1907 kommunalisiert die Stadt Dampfwerkgesellschaft und 1908 den Stellwagenbetrieb mit einem Liniennetz von rund 39 Kilometer. Große Sozialeinrichtungen wie das Versorgungsheim Leins, das psychiatrische Krankenhaus am Steinhof werden errichtet, sowie das Jubiläumsspital anlässlich des 60-jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josef. Unter dem Aspekt der Gesundheitsprävention wird die Zahl der öffentlichen Brausebäder deutlich erhöht. Die Errichtung von Strombädern im Donaukanal schließt sich an. 1905 wird die Schaffung eines Wald- und Wiesengürtels vom Gemeinderat beschlossen. Nicht lösen kann Luega die drängende Wohnungsfrage. Jede Reform wird von der starken Position der Hausbesitzer blockiert. Die Lösung der prekären Wohnungsfrage wird erst nach dem Ersten Weltkrieg von den Sozialdemokraten während der Zeit des Roten Wien in den Jahren 1919 bis 1934 in Angriff genommen und zu einem wesentlichen Teil gelöst. Die Periode des Roten Wien habe ich in dem Video »Das Rote Wien 1919 bis 1934« ausführlich dargestellt. Dass Luega schon zu Zeiten seiner Amtsführung nicht unbestritten ist, erhält eine Tatsache, die erst 2018 ans Licht kommt. Luega erhielt zu seinem 60. Geburtstag 1904 einen prächtigen Armsessel vom Rathauskellerwirt Josef Dombacher für das Ratsherrnstübchen als Geschenk. Als der Lederbezug im Frühjahr 2018 nach historischen Fotografien rekonstruiert wird, tritt eine Inschrift unter der Lederbespannung zum Vorschein. Ausgeführt in dieser Zeit, wo der Bürgermeister die organisierte Arbeiterschaft von Wien in unflätigster Weise beschimpfte, indem er sie im Landtag Lumpen nannte. Paul Kotziel, Sozialdemokrat, Lump. Luegas Wahlerfolge. Die Machtposition der Christlich-Sozialen im Wiener Gemeinderat basieren auf dem ungleichen Kurien- und Zensuswahlrecht. Das Zensuswahlrecht habe ich bereits vorhergehend erklärt. Bei einem Kurienwahlrecht sind die Wahlberechtigten in Gruppen, Kurien, eingeteilt, zum Beispiel nach Stand und Vermögen etc. Die einzelnen Kurien sind in den Gremien, sei es Land oder Gemeinde, eine bestimmte Anzahl von Sitzen zugeordnet. Sind in einer Kurie wenige Wähler, zum Beispiel Adel und vermögende Klasse, und in einer Kurie viele Wähler, zum Beispiel Bauern, dann zählt die Stimme des Vermögenden mehr als die Stimme aus der breiten Masse. 1907 werden die ersten Reichsratswahlen mit allgemeinem gleichen Männerwahlrecht abgehalten. Auf Wiener Gemeindeebene nachvollzogen, hätte dies das Ende der Dominanz der Christlichsozialen im Wiener Gemeinderat bedeutet.
Aus diesem Grund verzögern Lueger und seine Nachfolger eine entsprechende kommunale Wahlreform bis zum Ende der Donaumonarchie. Lueger stirbt am 10. März 1910 im Amt an den Folgen seiner Zuckerkrankheit. Hunderttausende nehmen am Trauerzug teil. So nachhaltig Luegers Wirken für die Wiener Kommunalpolitik ist, so wenig kümmert er sich um die Organisation seiner Partei. Die erfolgreiche Personalisierung der Politik lässt organisatorische Strukturen entbehrlich erscheinen. Die einigende Klammer des Konglomerats an verschiedenen Strömungen, Vereinen und Vorfeldorganisationen ist einzig und allein der charismatische Bürgermeister, was sich besonders nach dessen Tod als Nachteil für die christlich-soziale Partei erweist. Die Popularität seiner Bewegung reduziert sich nach seinem Tod erheblich. Noch vor dem Ersten Weltkrieg erringt die von Lueger stets erbittert bekämpfte Sozialdemokratie die absolute Mehrheit der Stimmen in Wien, bleibt aber aus Gründen des Wahlrechts bis 1919 von der kommunalen Regierungsverantwortung ausgeschlossen. Lueger liegt in der Kirchengruft 6, der sogenannten Bürgermeistergruft, der in seiner Amtszeit geplanten Dr. Karl Lueger Gedächtniskirche, heute Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus, auf dem Wiener Zentralfriedhof begraben. Wer kauft jetzt noch ein Grösler Milch? Ganz im Gegenteil, man bestellt sie ab. Wo sie die Molkereien jetzt plombiert in Flaschen direkt ins Haus liefert, bis weiß Gott wo hinausliefert und in die großen Autos ausliefert. Das waren Zeiten, da habe ich zwei, drei...